Mit Gott ist natürlich ein Beziehungsgeschehen gemeint, ja? Und der schönste, finde ich, zusammengefasst in dem Satz vom 1. Johannesevangelium: Gott ist Liebe. Theologie, das ist Nachdenken über religiöse Erfahrungen. Warum ist das wichtig? Zwei Beispiele. Wenn religiöse Erfahrung, das, was die Menschen immer machen, so etwas ist wie ein bunter Gemüsegarten, es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen, dann tut die Theologie darüber reflektieren, wie ich diesen bunten Gemüsegarten so erhalte, dass er möglichst Leben fördert. Das zweite Bild: Atomkraftwerk, es gibt einen Glutkern und es gibt Kühlwasser. Glutkern kann man vergleichen mit der religiösen Erfahrung, das ist etwas, was brennt, was die Menschen auch dazu verführen kann, sich zu verbrennen, was gut sein kann, aber was auch destruktiv sein kann. Das kennen wir von der Gegenwart, Fundamentalisten beispielsweise, Menschen, die für andere auch gefährlich werden. Und dann gibt es das Kühlwasser. Und das vergleiche ich mit dem menschlichen Nachdenken, mit Philosophie, mit kritischer Reflexion. Theologie ist beides, damit die Religion auf ein lebbares Niveau gebracht wird, damit es das Leben fördert. Ja. Verboten, verboten, verboten. Theologie ist sozusagen das theoretische Grundgerüst für die konkrete Arbeit der Caritas. Für mich ist es zuerst mal eine Leidenschaft im Leben und auch ein Beruf. Ich habe mich dafür entschieden, weil mir das Leben der Menschen, die Situation der Menschen, vor allem die Probleme der armen, ausgegrenzten, bedürftigen Menschen auch persönlich von meiner Spiritualität her ein großes Anliegen immer waren, auch von meinem Glauben her.
und die Caritas die Möglichkeit gibt, ganz konkret von Mensch zu Mensch direkt etwas zu tun, zu helfen, zu unterstützen, zu begleiten. Ich bin immer mehr zur Überzeugung gekommen, Jesus ruft mich und Jesus braucht mich und das macht mich glücklich. Und ich bin nach wie vor fest überzeugt, dass das mein Weg ist, den ich wieder einschlagen würde, würde ich noch einmal vor dieser Berufswahl stehen. Ich wollte immer wissen, ob das stimmt, was uns die Lehrer und Lehrerinnen in der Schule sagen und ob es da nicht eigentlich mehr gibt. Und das wollte ich halt rausfinden und hat sich herausgestellt, es gibt viel mehr als das, was man in der Schule lernt. Und ich würde das jederzeit wieder studieren. Und der hat mich dann eines Tages gefragt, ob ich nicht Priester werden möchte. Und das war in meinem 14. Lebensjahr. Dann habe ich 8 Tage überlegt, habe mit meinen Eltern gesprochen auch und mich dann entschieden. Wie die Entscheidung zustande kam, weiß ich heute selber nicht mehr. Ich hoffe, dass der Heilige Geist dabei war. Die Caritas hat viele Jugendprojekte. Die hat Jugendnotschlafstelle, hat Streetwork-Projekte. Wir haben ein großes Ausbildungszentrum, wo junge Menschen studieren. Hauptberufliche haben wir ca. 540 und Freiwillige direkt in den Caritas-Einrichtungen etwa 300. Die Erzdiözese Salzburg ist ein ganz wichtiger Arbeitgeber. Insgesamt werden von der Diözese etwa 650 Leute besoldet. Das sind Priester, das sind Nichtpriester, das sind Frauen, das sind Männer in ganz unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Es kommen auch immer mehr Frauen in wirklich wichtige Positionen, auch in leitende Positionen. Es wird sehr geschätzt, dass die Kirche Wert legt, nicht nur auf ein gutes Arbeitsklima, sondern auch sehr verlässlich ist. Birgitta und ich bin Jugendleiterin. Also was mir taugt, ist die Vielfältigkeit an der Jugendarbeit. Es gibt jetzt nicht die Jugend, dass jeder Jugendliche gleich war. Und das macht es aber gerade so spannend, diese unterschiedlichen Lebenswelten und die unterschiedlichen Interessen, sei es der Musikgeschmack oder auch die Herkunft oder und so weiter. Ja. Das taugt mir. Das ist ein ganz großes Plus heute, dass sich so viele Menschen, Jugendliche auch in jeder Altersschichte, wirklich für die Kirche unwahrscheinlich einsetzen, über viele Jahre hinweg. Und davon lebt auch die Kirche. Naja, warum braucht die Kirche die Jugend? Weil die Zukunft immer der Jugend gehört.